Willkommen zu Mars Effect Andromeda. Aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online.
Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Die Abbauzone ist erschöpft. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Aufpassen! Aufpassen! Die Ressourcen in diesem Gebiet.
hat die Geißel angelockt, Pathfinder. Verstärke den Schutz! Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Shit. Stase-Kapseln der Arche Nathanus. Ist noch jemand am Leben? Eine gleichzeitige Analyse sämtlicher Kapseln liefert keine verlässlichen Ergebnisse. Wir sollten sie uns näher ansehen. Ein Turianer, aber nicht Ihr Pathfinder. Der Passagier ist ein Kind. Diese Person ist zu alt. Die ist noch aktiv. Hilf mir mal, sie zu öffnen. Pathfinder, es sind keine Vitalzeichen vorhanden. Sam? Überprüf die Chronik der Kapsel. Dem letzten Log zufolge wurde diese Stase-Kapsel von der Arche Nathanus abgeworfen. Vielleicht, als sie auf die Geißel getroffen ist? Nein, der zeitliche Ablauf passt nicht. Der Abwurf dieser Kapsel erfolgte lange, nachdem die Nathanus als vermisst gemeldet wurde. Okay, aber irgendeinen Grund muss es ja gegeben haben. Suchen Sie sich was aus. Andromeda steckt voller Gefahren. Wir sollten nachsehen, ob Mason vielleicht in einer der übrigen Kapseln ist und uns dann wieder bei Avitus melden. Möglicherweise ein entfernter Verwandter. Keine Übereinstimmung.
Die Daten stimmen nicht überein. Die genetische Abweichung ist zu groß.